Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! In der Tat, die Ergebnisse der Strukturdatenerhebung sind dramatisch. Frau Schachenbach, aber das, was Sie hier anbieten, ist nicht die Lösung des Problems, denn das kann das Land nicht auffangen. Ich möchte Ihnen sagen, als ich in einem Jugendzentrum gearbeitet habe, hatten wir den Anspruch, dass bei Öffnungszeiten immer eine männliche und eine weibliche Fachkraft für die Jugendlichen da ist. Diesen Anspruch kann heute kaum noch eine Einrichtung durchhalten, und das ist wirklich schade für die Qualität der Arbeit. Aber, Frau Scharrenbach, wer glaubt Ihnen denn da an der Stelle? Wo ist Ihr Haushaltsantrag zur Aufstockung des Kinder- und Jugendförderplans? Das absolute Gegenteil machen Sie hier seit Jahren. Im letzten Jahr noch den Antrag 20% Kürzung aller Förderprogramme. Wer soll Ihnen denn da glauben, dass Ihnen die offene Kinder- und Jugendarbeit etwas wert ist? Das ist bigott, das ist nicht glaubwürdig. Und ich möchte jetzt noch mal ausführen, wie der Strukturanteil entstanden ist. Das war damals ein Schlüssel aus Öffnungszeiten und Stellenanteilen. Daraus hat sich der Strukturanteil berechnet, und dieser ist erhalten geblieben und verlässlich festgeschrieben. Und im Projektbereich, das, was Sie da aufmachen, das sei ein Widerspruch und es gäbe gute und schlechte Förderung. Nein! Seitdem Projektmittel so ausgestattet sind, dass offene Jugendarbeit auch damit arbeiten kann, nämlich die überjährige Förderung zum einen, dann, dass wir den Trägeranteil für freie Träger von 30% auf 15% gesenkt haben, dass ehrenamtliche Arbeit für den Eigenanteil der freien Träger angerechnet wird. All das trägt dazu bei, dass Projekte auch Einrichtungen helfen und der offenen und der Jugendverbandsarbeit helfen, damit sie damit auch arbeiten können. Das macht es praxisnah, das macht es hilfreich. Wir haben die Verpflichtungsermächtigung in den Haushalt geschrieben, damit überjährige Förderung möglich ist. Stattdessen schlagen Sie mal wieder eine Kürzung vor und machen jetzt hier so einen Antrag, der aus unserer Sicht nicht glaubwürdig ist. Zum Weiteren, der öffentliche Träger der Jugendhilfe, das örtliche Jugendamt, ist Träger der Jugendhilfe, muss alle Maßnahmen nach SGB VIII anbieten. Und ich habe aufgehört zu zählen, wie vielen Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen der CDU ich erklärt habe, dass Kinder- und Jugendarbeit eine Pflichtaufgabe ist. Die haben mich völlig entgeistert angesehen, als von Ihrer Fraktion haben Sie das noch nie gehört. Das wäre mal Ihre Aufgabe, das Ihren Kommunalus zu erklären, was dringend nötig ist. Nein, in dieser Landesregierung und der Sie stützenden Fraktion Rot und Grün hat die offene Kinder- und Jugendarbeit eine starke Lobby. Wir werden weiter an der Seite der Kinder und Jugendlichen, der Fachkräfte und der Träger stehen, damit Kommunen diese Aufgabe auch umsetzen können. So, ich muss mal. So. Ich möchte auch noch mal dem MFKJKS danken. Frau Kampmann, Sie waren da noch nicht da. Als Ihr Haus, das auch in zähen Verhandlungen, darf man hier vielleicht sagen, mit dem Landesrechnungshof und dem Finanzministerium erkämpft haben, dass eben die Projektmittel so einfacher fließen können, wie ich eben beschrieben habe. Das ist sehr hilfreich gewesen, und das war nicht einfach. Da haben die Fachleute in ihrer Abteilung wirklich sehr langen Atem bewiesen. Vielen Dank dafür. Die FDP, da bin ich gleich gespannt, was die FDP dazu sagt, weil Herr Lindner die Debatte ja jetzt hier noch mal verfolgt. Und wir haben auch einen Haushaltsantrag der FDP gehabt, die genau in das gleiche Horn gestoßen hat, die hier sogar explizit, Herr Hafke weiß es, im Kinder- und Jugendförderplan 20-prozentige Kürzung beantragt hat. So verlässlich funktioniert es nicht. Herr Kollege Jörg, Sie hatten es angesprochen. Das Wichtigste für Kinder und Jugendliche ist es, dass sie verlässliche Strukturen haben und dass sie ernst genommen werden. Und jetzt haben Sie wirklich die Mitglieder der Verfassungskommission und die Gesamtfraktion von FDP und CDU auch noch mal die Chance, das mit Leben zu füllen, Kinder und Jugendliche ernst zu nehmen, ihnen eine Stimme zu geben, damit sie noch mehr gehört werden und damit das, was hier von Ihnen auf dem Tisch liegt, nicht nur Augenwischerei und Seifenblasen ist, sondern damit Kinder und Jugendliche wirklich sich einmischen können. Vielen Dank. Vielen Dank.